der ESA ist Gemütlichkeit und Geselligkeit ganz hoch geschrieben. Giorgio, wir sind hier bei euch am Stand. Danke vielmals für die Einladung. Ihr habt so ein spezielles Konzept umgesetzt. Was kannst du mir darüber erzählen? Ja, wir sind ja die ESA-Genossenschaft vom Schweizerischen Automotorfahrzeuggewerbe. Unsere Kunden sind nicht nur Kunden, sie sind auch Inhaber der Genossenschaft. Und uns war es wichtig, dass sie im Mittelpunkt stehen. Darum haben wir einen Stand, der eine Kulisse, eine Bergkulisse, eine Alpenkulisse darstellt und keine Ware. Quasi keine Produkte, sondern der Kunde steht im Mittelpunkt. Genau. Und er soll sich hier vor allem wohlfühlen, er soll sich daheim fühlen, er soll sich in der Familie, in der ESA-Familie aufgenommen fühlen und sich mit seinen Kollegen Branchenkollegen können austauschen. Also die Idee ist hier wirklich so einen Branchentreffpunkt zu haben. Ja, und ich glaube, da hat er etwas ganz, ganz Schönes gemacht. Vor allem, wenn man bedenkt, jetzt gerade so in dieser Zeit, wo man ja nicht mehr so hat dürfen, zusammen sein, jetzt darf man ja wieder. Ja, und das genau. Ist schön. Wie gesagt, zufriedene Gesichter überall. Genau, ja. Für uns ist es auch wichtig. Wir haben ja immer einen jährlichen GV, wo relativ viele Leute teilnehmen. Wir waren früher auch im Automobilsalon. Und jetzt haben wir seit 2 Jahren kein nationales Event mehr durchführen können. Und freuen uns natürlich sehr, dass wir jetzt hier der Aftermarket dabei sein können und unsere Kunden uns besuchen können. Ja, das sieht man. Also das ist schön, deine Augen strahlen auch. Und vielleicht jetzt noch so ein bisschen, ich sehe da das eine oder das andere Lustige, was auf den Tischen steht. Was bietet ihr euren Kunden an hier? Ja, wir bieten das Gleiche an, was man eben auf einer Alphütte bekommt. So die klassischen Alkoholgetränke und Wasser und natürlich Alpler-Makaronen zum Essen. Ah, Alpler-Makaronen, habt ihr gehört? Da nehme ich jetzt sehr gerne eine Portion Elbler-Makaronen. Danke viel mal und ich glaube, vielleicht der eine oder andere wird dann auch noch kommen. Ja, die sind alle ganz herzlich eingeladen. Danke, Giorgio. Merci, ja.